Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Animal Crossing New Horizons. Wir haben ein neues Zimmer, habe ich auch noch nicht eingerichtet und ich komme da sowieso nicht rein, deswegen gucken wir uns das auch nicht an. Das sieht genauso aus wie das hier oben. Das ist einfach ein kleiner Raum, wo noch nichts drin ist. Ja, ja. So, ansonsten, warum starten wir heute drin? Weil Melinda erstmal nichts zu erzählen hatte, außer dass Charlie in die Stadt gezogen ist. Diese kleine Maus von gestern. Und, ich weiß nicht, vielleicht sieht man schon, ich habe ein bisschen Unkraut gejätet. Nein, Unkraut platziert, keine Ahnung. Also hier sind überall so Ranken und sowas. Ich fand das hübscher, als wenn das einfach nur dieser normale Boden ist. Und auch ein paar Steinplatten hingelegt. Hier hinten übrigens auch. Ja, fand ich einfach ein bisschen schöner. Keine Ahnung. Vor allem mit diesem Bambus hier. Das ist doch ganz nett. Und wie habe ich das gemacht, Leute? Ich habe noch nicht dieses Terraforming und so, sondern ich habe einfach in meinen Designs solche Kastendesigns hier genommen und auf den Boden platziert. Ja, ja. Kann jeder. So, und wir haben wieder ein bisschen Hilfe bekommen. Einen Moment bitte. Was war das denn? Okay. Vom Gulliver haben wir was bekommen. Danke, dass du mir geholfen hast. Kein Ding. Von der Akademie schon Hause? Schon wieder? Warum? Achso, weil wir unser Haus nochmal verbessert haben. Richtig, da schenken die einen ja irgendwie immer was. Der Charlie hat auch noch was für uns. Das ist sogar diese Maus. Dein bescheidenes Heim ist ein ganzes Stück weniger bescheiden geworden, richtig? Keine Verlegenheit bitte. Ich sende dir etwas, um den neu gewonnenen Platz zu nutzen. Der Charlie ist heute erst eingezogen, hat aber jetzt schon mitbekommen, dass mein Haus größer geworden ist und schenkt mir deswegen was. Unfassbar, dieser Typ. Den müssen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal besuchen. Und die Dodo Airline mag uns auch noch ganz gerne. Letztes Mal haben sie uns ja einen Pullover geschickt. Mal gucken, was haben sie uns denn heute geschickt? Okay, wir haben eine Pagode bekommen. Keine Ahnung, was das sein soll. Ein Handtuchhalter. Okay, danke, Akademie Schönhauses. Eine Toilette, yay. Und eine Dall-Augenmaske. Dodo Airlines Augenmaske. Wieso kann ich das nicht anziehen? Du kannst dich nicht umziehen, während du verwandelt bist. Voll, ey, dieser blöde Bambusstab. Darf ich trotzdem sehen, wie das aussieht? Ach, so ein Ding. Aber dann kann man ja gar nichts mehr sehen. Ist ja super dämlich. Oh, das ist eine Pagode? Ja, moin, das wird ja sogar in mein Haus passen. Und eine komische Toilette eher weniger. Kann man die spülen? Nein, warum nicht? Das ist meine Toilette in meinem Haus ja viel cooler. Ob die mir damit irgendwas sagen wollen, dass sie mir eine Toilette und einen Handtuchhalter gleichzeitig schicken? Wollen die etwa, dass ich eine Toilette mache und nicht mehr meine Toilette am Kopfende meines Bettes habe? Man weiß es nicht so genau. Hier ist übrigens mein Klo, das man auch abspülen kann. Nicht so wie die Toilette da draußen. Ja, ja, meine Toilette ist viel cooler. Direkt hinter meinem Bett. Normal, oder? Nun gut, ich habe für heute jetzt nicht wirklich einen Plan, deswegen laufen wir einfach ein bisschen rum und gucken, was passiert. Beziehungsweise, oh hier, die neue Brücke ist by the way fertig, die habt ihr ja noch gar nicht gesehen. Eine geile Japan-Brücke, das teuerste vom teuren. Ja, ja. Und deswegen kann jetzt auch dieses komische Baustellenschild weg, weil hier ist ja gar keine Baustelle mehr. Und ich habe hier auch noch ein bisschen Designs hingepackt. Das heißt, wer lebt hier nochmal? Bea. Bea hat jetzt hier so einen Holzvorgarten. Keine Ahnung. Fand ich ganz hübsch. Werde ich wahrscheinlich auch nochmal hier hinten machen, irgendwie mit Stein oder sowas, weil dieser ganz normale Boden, der geht mir, ehrlich gesagt, ein bisschen auf die Nerven. Der ist so eintönig, I don't know. Da muss man auf jeden Fall was machen. Aber hier ist eine Baustelle. Hier können wir das neue Schild hinstellen. So. Wir haben nur ein Baustellenschild, deswegen nur eine Baustelle pro Tag. Alles klar. Und hier wohnt jetzt der Charlie. Da habe ich auch noch nicht reingeguckt. Mal gucken, wie der eingerichtet ist. Ah, noch gar nicht eingerichtet. Er richtet sich ein. Du hast eine richtig coole Tapete, Dude. Aber richtig cool. Das gefällt mir. Der hat eine richtig coole Tapete. Weiß auch nicht, warum die mir so gefällt, aber ich finde sie sehr gut. Dein Boden passt auch. Ich glaube, der richtet sich richtig cool ein. Ist ja auch ein gefeierter Schauspieler, also von dir erwarte ich Großes, Charlie. Von dir erwarte ich Großes. Ich hoffe, der versteht sich dann auch mit der Katze, die ich hier auf jeden Fall in meiner City haben will. Oh, was wollt ihr denn hier? Tee trinken? Ich mache mit. Habt ihr auch einen Tee für mich, dass ich mit Tee trinken kann? Weil bei dich ist das hier eure alleinige Party? Guido, ich will mittrinken. Das sind übrigens meine beiden besten Freunde hier. Bald ist Esetag. Ach ja, ich weiß was ganz Tolles über Glückseier. Palmen lassen öfters als andere Bäume Holzglückseier fallen, wenn man dagegen haut. Knuffig, oder? Ja, super knuffig. Ah, das habe ich mir auch schon gedacht, dass die Kokosnüsse tatsächlich mehr geben, aber jetzt ist es offiziell. Ich finde das richtig schön, wie die hier am Genießen sind, ihren Tee. Und ich habe aber leider keinen Tee. Das ist ein bisschen unfair. Schurmelglückstee-Hicks. So, nee. Nein, nicht. Okay, ihr macht das schon. Best Friends. Ich habe hier eben noch Aziza gesehen. Wo ist sie denn jetzt hingelaufen? Na, Aziza, hallo. Ich würde gerne was kaufen. Und zwar einen mysteriösen Boden. Und eine mysteriöse Tapete können wir auch noch mitnehmen. Man kann übrigens jedes Mal bei Aziza nur eine mysteriöse Tapete und einen mysteriösen Boden kaufen, während sie einmal da ist. Aber Teppiche kann man, glaube ich, so viele kaufen, wie man will, wenn man
da Bock drauf hat. Aber ich nehme auf jeden Fall immer, wenn sie da ist, beide Sachen hier mit. Wir haben eine Antikwand bekommen und einen Bürgersteigboden. Geil. Die sehen bestimmt richtig gut aus. Lass mal nachschauen. Ja gut. Das ist das. Jetzt erstmal unsere viel zu große Toilette. Und ich habe gerade schon gesehen, guck mal, man kann auf Klo gehen, da dann rein Kacki-Kacki machen. Und wenn man dann da runter geht, dann spült er erst. Das macht ja auch viel mehr Sinn. Ja, dieser Raum ist sehr merkwürdig. Ich gehe mal schnell wieder raus. So, was haben die Nooks noch so in ihrem Laden? Eine Gitarre, okay. Also, ich bin ja dafür, dass man alle Instrumente kauft, einfach weil die Geräusche machen und geräuschmachende Sachen sind witzig. Deswegen kaufe ich es auf jeden Fall. Und ist das ein Hundekörbchen oder ein Katzenkörbchen? Ein Katzenkörbchen! Zieht da dann auch eine Katze ein, wenn man so ein Katzenkörbchen hat? Fuck, ich muss das kaufen. Einfach weil dann die Chance besteht, dass ein Kätzchen kommt oder so. Bestimmt. Und die Schneiderei, was hat die so? Oh, tut mir leid, aber unter dem Einfluss des Verwandlungsstabs kannst du den Umkleideraum nicht nutzen. Bitte versuch es noch einmal, wenn du wieder du selbst bist. Oh nein, was macht der Zauberstab aus mir? Das gibt's doch gar nicht. Ist das dein Ernst? Ich kam da nicht rein, wenn ich mein Outfit vom Zauberstab genommen habe. Hui. Dann zurückverwandeln. Blum. Jetzt bin ich plötzlich nackt. Darf ich jetzt rein? Das ist ja richtig bescheuert. Alles klar, von mir aus. Bin mir nicht so sicher mit dem Koch-Outfit, aber egal. Einmal ein komplett neues Outfit für 6360 Sternis. That's my outfit of the day, yay. Und Sina, guck mal, wie ich heute aussehe. Ich habe schon wieder bei euch eingekauft. Ein ganzes neues Outfit. Können wir jetzt bitte irgendwann mal einen Kaffee trinken? Ich habe auch kein Corona. Und selbst wenn, ich habe eine... Mann, Tina, halt dich da bitte raus. Ich habe einen Mundschutz. Der würde gar nichts passieren. Ich werde es jeden Tag wieder probieren, Sina. Einmal nur, Sina. Gib mir eine Chance. Danach lasse ich dich in Ruhe. Wenn es dir nicht gefällt, spreche ich dich nie wieder an. Es wird zwar mein Herz brechen, aber ich werde es verkraften. Ach Mann, ob das noch irgendwann was wert mit Sina, ich weiß ja nicht. Ich werde weiterhin jeden Tag da einkaufen, bis sie mal mit mir was unternehmen möchte. Dann müssten wir nochmal mit dem Nökchen reden. Wir haben unsere Miete abbezahlt. Ach nee, die weiteren nicht, ne? Die wäre ja teuer. Aber die Brücke ist jetzt zumindest fertig. Vielleicht hat er ja noch was anderes zu erzählen. Nach all diesen Verbesserungen an deinem Haus kann ich dir diverse Anpassungsmöglichkeiten anbieten. Es geht aber nicht darum, dein Haus größer zu machen, sondern sein Aussehen zu verändern. Für 5000 Sternis können wir das Äußere deines Hauses anpassen. Wenn du jetzt den Auftrag erteilst, ist morgen früh alles fertig. Ja, ich bin interessiert. 5000 Sternis, easy game. Okay, wir können die Farbe des Daches anpassen. Ich dachte jetzt, man kann vielleicht auch anpassen, dass das kein Ziegeldach ist, sondern, keine Ahnung, Strohdach oder so. Vorhänge kann man anpassen? Was? Man kann die Vorhänge auf und zu machen! Lol. Und man kann sagen, bei Tag und bei Nacht. Cool. Oh, es gibt zumindest andere Briefkästen. Das wäre doch schon mal ein Upgrade von so einen selbstgebauten Scheiß-Briefkasten zu so einem zumindest modernen Briefkasten. Hier, die Briefkasten hier sind auf jeden Fall japanisch. Das heißt, ich werde hier so einen nehmen und zwar in Rot. Grün, rot, grün. Grün passt zum Dach, aber dann haben wir zu viel Grün. Ich glaube, ich finde Rot besser, weil das ist die Signalfarbe für Post. Ja. Schöner neuer Briefkasten für 5000 Sternis. Können wir sonst noch irgendwas für dich tun, Nook? Ich bin einfach überglücklich, dass du beim Bau des Campingplatzes geholfen hast. Uns erreichen immer mehr Anfragen von interessierten Kunden. Ich kann unseren Erfolg kaum fassen. Ja, ja, ein meisterlicher Plan von mir, Leute mit dem Campingplatz zu begeistern. Okay, hör zu, Dizzy. Um Kakao in unsere Stadt zu bringen, muss unser Image aufgewertet werden. Virale Werbung mit selbsttragender Sogwirkung. Das ist der letzte Schrei. Die gute Melinda erzählt dir mehr. Hallo Melinda, hast bestimmt gerade zugehört, oder? Der Nook meinte, du kannst mir mehr erzählen. Achso, stimmt ja. Herr Nook erwähnt es ja bereits, aber ich leite das offizielle Komitee für Erhebung zum Insel-Image. Mitglieder haben wir zwar noch nur eins, nämlich mich, aber zur Chefin wird man trotzdem nicht alle Tage. Jedenfalls kann ich hier jederzeit verraten, was die Welt so über unsere Insel denkt. Frag einfach, ja? Befragt werden Leute von hier, aber auch Besucher. Und aus all den Antworten wird dann eine Wertung gebildet. 1 bis 5 Sterne, ganz simpel. Das schließt alles Mögliche ein. Prächtige Natur, hübsche Deko, die strukturelle Fortentwicklung. Schlicht gesagt heißt das, je mehr Einwohner, je reicheres Dekor und je schönere Natur, desto mehr Sterne. 5 Sterne sind natürlich die Traumwertung. Einfach, oder? Und je hübscher, charmanter und gepflegter wir die Insel machen, desto rascher 5 Sterne für uns. Unsere Bewertung beträgt zurzeit 1 Stern. Ich meine, Insel wohl ziemlich hässlich, hä? Wie kommt's? Ich hab alles Unkraut weggejätet und hab bestimmt 5 Blumen gepflanzt. Das muss ja wohl lang. Und mein Haus ist jetzt auch nicht so hässlich.
Also die meisten finden, dass man eigentlich noch vieles besser machen könnte. Da wäre auch noch was, das würde ich gerne direkt vorlesen. Auf der ganzen Insel gibt's keine Gespenster. Ideal für freie Geister wie mich. Da hat man Platz. Das ist witzig. Wie dem auch sei, wir brauchen wirklich dringend mehr Einwohner, damit sich unser Ruf noch etwas rumspricht. Wachstum ist das Gebot der Stunde. Wir müssen dafür sorgen, dass mehr Leute zu uns ziehen. Mehr Einwohner, mehr Meinungen und mehr gute Publicity. Okay, also wir müssen dafür sorgen, dass mehr Leute zu uns kommen. Ach, ja, easy. Ich verändere nochmal ganz kurz die Inselflagge. Ach ja, Dizzy, hier, es gibt noch was zu besprechen. Es geht um unseren Campingplatz. Man kann zwar einfach auf Besucher warten, aber du kannst auch selbst aktiv werden. Du kannst nämlich ab sofort per Amiibo Gäste auf den Campingplatz einladen. Okay, ich habe sogar 3 Animal Crossing Amiibos, aber das sind alles keine Bewohner. Gibt es überhaupt von Bewohnern Amiibos? Ich weiß es gar nicht. Okay, Camper einladen. Packt er jetzt diese Blumenleute rauf. Mal gucken, ob da was passiert. Er kann das Amiibo Björn. Möchten Sie ihn auf den Campingplatz einladen? Ja, das geht? Im Moment können Sie wohl nicht mit Björn in Kontakt treten. Habe ich schon fast gedacht, weil das kein normaler Typ ist. Na, dann bin ich doch ein ganz Schlauer und lade einfach KK Slider zu mir ein. Ja, ich möchte bitte KK einladen, auch beim Campingplatz. Ach man, ja, ich habe halt keine richtigen Amiibos hier. Schade, dann braucht man da wirklich diese komischen Karten, ne, die es irgendwann mal gab. Na gut, was gibt's denn heute im Nook Shopping so? Oh, eine Gartenlaterne. Die kann bestimmt ganz nett aussehen. Oh, guck, und da ist unsere neue Flagge. Weiß ich nicht, ist die besser oder ist die nicht besser? So ein Fuchs? Ich find's erstmal ganz süß, ich lass das so. Na gut, und wegen der Verschönerung der Insel müssen wir uns dann irgendwann anders mal kümmern. Und ich würde aber sagen, bevor wir uns um unsere eigene Insel kümmern, gehen wir erstmal auf eine andere Insel. Denn ich habe ja jetzt schon seit ein paar Tagen den Harvey mal getroffen. Aber ich war nie auf seiner Insel. Ich wollte das immer mal wieder machen, aber immer nach der Aufnahme ist mir erst aufgefallen, oh, ich bin ja wieder nicht zu ihm gegangen. Deswegen machen wir das heute. Ich will auch so eine Eule. Wie, die fliegt... Oh nein, ich will auch so eine Schneeeule haben. Wie cool ist das denn? Hast du noch eine Pizza drin? Geil, ich bleib hier. Hallo Harvey, du wolltest doch mal, dass ich dich besuche. Was hast du denn hier so anzubieten? Hey, du hast ja doch noch hierher geschafft. Freut mich, Dizzy, ne? Ja. Immer wieder schön, gute Vertraute wiederzusehen. Bekannte Gesichter, Namen, die sich einem einprägen. Wie, Dizzy? Kann man gar nicht vergessen, oh nein. Naja, also jedenfalls willkommen auf Harveys Insel. Ich habe hier ein Fotostudio. Das schaue ich mir mal an. Also hör zu, Junge. Beim Knipsen kommt es auf 3 Sachen an. Die Kulisse, die Komparsen und die Klamotten. Ich nenne es auch die KKK-Regel. Kann man ja ganz schön viel machen. Probieren wir es aus. Also er hat 6 Räume, man kann die einrichten, wie man will. Kann Komparsen dazu schlawidern, die dann auch Sachen für dich machen. Guck mal hier mit Regiestuhl und allem. Und dann kann man tolle Bilder machen. Ich probiere das einfach mal aus. Okay, gar keine Ahnung, ich komme da voll nicht mit klar und ich habe noch viel zu wenig Sachen. Aber guck hier, da schlafen Leute und hier sind überall Kameras und hier sind diese komischen Springteufel. Oha, witzig. Okay, also man kann den Leuten auch verschiedene Emotionen geben und die machen die dann, sobald man denen das sagt. So, jetzt schnell Kamera-App. Und Foto. Das kann, ich glaube, das war kein gutes Foto. Keine Ahnung, ist in Ordnung vielleicht. Auf jeden Fall kann man dann in die Kamera-App gehen und wenn man dann A drückt, dann machen die Emotionen, die man denen gesagt hat. Hier, er ist erschrocken und sie da hinten lacht. Witzig, oder? Ja, ganz toll. Also Fotostudio, wenn man da Bock zu hat. Haben wir auf jeden Fall KK Slider mal gesehen in Aktion hier, ohne Gitarre und nackt. Du, die Insel, HW, vor allem von deinen Schneeeulen da oben bin ich sehr angetan, muss ich sagen. Wieso klingelt denn Nokia schon wieder durch? Ja? Ah ne, Harvey ist es. Hallo, Tagchen. Harvey hier. Hoffe mal, ich störe nicht oder so. Ich wollte dir bei einem Besuch im Fotostudio noch was sagen, hab's aber total verschwitzt. Und zwar allgemein zu den Leuten, die du dorthin einladen kannst. Da gibt's noch was Besonderes. Und den kann ich nämlich Porträts knipsen und diese als wunderschöne Poster drucken lassen. Kann ich jetzt ein Poster von KK kaufen und das in meinem Haus aufhängen? Das wäre ja mega, mega nice. Ja, hier, Poster. Und Bea. Oh, guck mal, das geht sogar von Björn und so, obwohl die nicht dahin kommen konnten. Guck, das ist Björn, dann wird Charlie und KK und die Rosina und die Silke, weil die alle da waren. Das ist ja mega cool. Also von KK kaufe ich das auf jeden Fall. Charlie finde ich auch ganz cool, sein Bild ist nice. Ich kaufe noch eins für den Jay, der freut sich bestimmt.
Ja, mega gut, dass das geht. Wenn da jetzt noch so Poster drin wären für jedes Amiibo, also auch für Pikachu und Link und sowas, die habe ich hier alle, das wäre nochmal mega krass, ultra geil. Aber ist ja leider nicht so, aber ist in Ordnung. Jo, ansonsten, Campingplatz ist heute leer. Wir könnten noch mit ein paar Leuten reden, vielleicht haben die ja irgendwelche Aufgaben für uns. Oh, ich habe gerade eine Nachricht bekommen von dem Chris, dass der Carlson bei ihnen ist. Ich habe hier eigentlich gerade meine ganzen Vogelspinnen aufgeräumt, dass sie halt nicht mehr so viel Platz einnehmen. Aber jetzt muss ich ganz schnell zum Chris alles stehen und liegen lassen und da dem Carlson meine ganzen Vogelspinnen verkaufen. Deswegen schnell alles ins Lager. So, Taschen sind leer. Jetzt wird alles voll gemacht mit Spinnchen. So, wer Carlson übrigens nicht kennt, das ist dieser Insektenjäger, den ich auch angesprochen hatte bei meiner Folge, wo ich halt diese ganzen Spinnchens hier gefangen habe. Und der kauft nämlich Insekten, ich weiß gar nicht, ob nur Insekten, aber ich glaube schon, aller Art an und gibt einem dafür 50% mehr Sternis als zum Beispiel die Notgeschwister. Heißt, für jede Vogelspinne, die ich ihm gebe, bekomme ich 12.000 Sternis. Und das könnte sich hier sehr doll lohnen. Vor allem nerven mich die Vogelspinnen hier sowieso inzwischen schon, weil die eben diesen ganzen Platz wegnehmen. Und dazu kann er aus 3 Exemplaren oder sowas, die man ihnen abgibt, von einer Art... Ich kann tatsächlich alle mitnehmen, okay. Mega weird. Was habe ich denn mit den anderen Vogelspinnen gemacht? Hä? Ach nee, ich hab eine Reihe mehr dazu bekommen an Inventar. Deswegen kann ich alle mitnehmen. Ja, lel. Genau, der macht aus den Vogelspinnen noch so kleine Replikas. So Gummifigürchen. Aber das wird er bestimmt gleich alles auch noch selber mal sagen. Hallo, lieber Chris. Erstmal natürlich Hallo sagen. Hey. Hallo, leben Sie? Mr. Chris, leben Sie? Schauen Sie, Mr. Chris, ich habe ein paar Vogelspinnen dabei und würde diese gerne verkaufen. Darf ich? Okay, so geleiten Sie mich zu Carlson. Ich folge Ihnen. Carlson wo? Okay, geleiten Sie mich bitte zu Carlson. Ja, der Chris ist der Beste. Er meinte einfach, der Carlson sei schon häufiger bei ihm gewesen. Richtig? Und da, wow, Carlson ist da! Ich bin überrascht. Das ist ja mega gut. Okay, hallo Carlson. Er sieht voll mega cool aus. Wenn das ein Bewohner sein könnte, das wäre so geil. Ah, ich teile mich auf in die 3 geweihten Segmente. Meine Tagmata sind Cupid, Thorax und Abdomen des Universums. Oh, hast du etwas zugehört? Ignorier das bitte. Du bist nicht von hier, oder? Die Insekten kennen dich nicht. Ich bin Carlson, ein großer Fan von Insekten. Manche nennen mich auch den Krabbeltierkünstler. Wenn dich die Insekten hier ebenfalls anziehen, wie das Licht die Motten, musst du sie dir aber mit mir teilen. Doch sei gewarnt, Insekten sind sehr schüchtern, wenn jemand umherschwirrt, den sie nicht kennen. Ich habe ganz viele Insekten. Kann man sie auf anderen Inseln auch verkaufen? Irgendwann werde ich sicher auch auf deiner Insel eintreffen. Könntest du mich dann ein paar der lokalen Insekten vorstellen? Nein, ich will sie dir jetzt verkaufen. Halt, hörte ich da gerade das emsige Trippeln von Anthropidenbeinchen? Muss ich mir eingebildet haben. Man kann sie nicht bei ihm verkaufen, oder was? Nein, als ob das nicht geht auf einer anderen Insel. Carlson, bitte. Ich habe den langen Weg auf mich genommen, um dich einmal zu treffen. Und du lässt mich hier im Stich, oder was? Carlson, bitte. Carlson, guck doch. Ich habe eine Vogelspinne. Ich habe ganz viele Vogelspinnen. Er will sie mir nicht abkaufen. Das ist die saddeste Reise, die ich jemals gemacht habe. Das ist sehr sad. Gut, aber jetzt weiß er zumindest, dass unsere Insel auch existiert. Vielleicht kommt er ja dann irgendwann. Dann wieder zurück auf die eigene Insel ohne Carlson vom Dach. Und weißt du, was auch sad ist? Ich habe nicht mal Emotionen, um meine Sadigkeit auszudrücken. Eventuell der Unglaube oder auch der Schock, dass er mir nicht meine Insekten abkaufen wollte. So ein Blödian. In der Nachbarschaft ist gerade das große Thema. Warum fragst du? Na, deine Werbekampagne für Dizzymania ist eingeschlagen wie eine Bombe, zumindest bei uns. Da fällt mir ein, ich hab da was, was dir bei deinem epischen Plan helfen könnte. Ein Rasenmäher! Da macht er wirklich Geräusche. Kann man damit... Warte, muss ich ausprobieren. Kann man damit Unkraut kaputt machen?
Da, Leute, da ist Unkraut. Und jetzt. Nein, es geht nicht. Warum nicht? Das wäre doch richtig witzig gewesen. Oh Mann. Wieder mal. Verschenktes Potenzial der Animal Crossing-Macher. Sehr schade. Da, da bitte, Nadine, hast du deinen komischen Kompass, deinen komischen Rasenmäher wieder. Ja, dann war es das aber mit dieser etwas verplanten Folge heute. Ich hatte halt nichts wirklich geplant. Keine Ahnung, ob man daraus irgendwas machen kann. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und dann erst mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.